Hallo liebe Leute und herzlich willkommen Bed Wars 8x1 auf der Map Mushroom und das Ganze modern, das heißt mit XP. Heute, ja, ohne Challenge. Naja, mehr dazu gleich. So. Das Ding ist, ich wollte heute eigentlich eine Challenge machen, das heißt nur Eisen oder sonst was, und das Problem ist, hier, das Ganze ist modern, also kann ich meine Challenge gar nicht machen. Ich habe zwar für Klassik abgestimmt, das heißt, dass wir ganz normal Bronze haben, aber dadurch, dass die Mehrheit wohl modern wollte, ja, haben wir jetzt das Problem, dass wir diese Challenge nicht machen können. Anstattdessen habe ich mir jetzt gerade spontan in meinem Kopf eine neue Challenge ausgedacht. Und zwar heißt diese Challenge, wir dürfen nie wieder zurück zu unserer Insel kommen. Aber da ich schon im Intro gesagt habe, heute ohne Challenge, machen wir die jetzt nicht, sondern in der nächsten Bed Wars Folge gucken wir dann, dass wir wirklich die Challenge umsetzen, dass man eine Insel verlassen muss. Also nicht verlassen muss, also sondern nie wieder zurückkehren darf. Aber das ist jetzt gerade auch nicht ganz das Thema. Wie teuer ist ein Truhe? 50. Scheiße, die sind teuer. So. Ah, kacke, man kann von allen Seiten aus das Bett abbauen, ne? Von hier aus auch. Ja. Das ist schon mal scheiße. Das war's nämlich so fast mit dem Bett zu bauen. Naja, wenigstens kann ich hier so ein paar Blöcke hinstellen. Während hier gerade einer versucht auf mich zu schießen, aber ich meine, das juckt mich gerade nicht. Ah, der da oben hat sich jetzt auch einen Bogen gegönnt. So. Alles klar. Soll mir aber egal sein, denn ich hole mir jetzt Blöcke und gucke mal, dass ich zu ihm rüberkomme. Was übrigens auch mal gesagt wurde zum Video von mir, und das finde ich auch gut, dass es gesagt worden ist, und zwar, dass meine Videos vielleicht teilweise ein bisschen langweilig sind. In dem Bezug, dass ich ja irgendwie nichts vernünftig mache oder keine vernünftigen Themen habe beim Kommentieren. Und das dann wirklich eventuell langweilig werden kann. Und ich habe das auch kein bisschen falsch in den Hals genommen. Es kann ja wirklich so sein, ich habe teilweise nämlich überhaupt keine Themen, über die ich reden kann. Aber, ich hoffe immer, die ergeben sich so mit der Zeit. So, den da hinten, den habe ich gerade ordentlich getroffen. Ich sitze ihn gerade ordentlich zu. Das Ding ist, ich habe nicht mehr genug Essen. Und ein Typen, der auf mich schießt. Das ist gar nicht cool. So, erstmal kurz hier wieder rein. Ansonsten gehe ich nochmal kurz zurück in meine Base und hole mir nochmal was zu essen und vielleicht noch eine kleine Rüstung. Vielleicht auch ein Schwert oder so. Ja, ohne Schwert komme ich eh nicht weit. So, das heißt, ich muss hier geschickt hüpfen. Nice, hab nicht allzu viel Leben verloren. Gut, dann hole ich mir jetzt hier erstmal nochmal ein paar neue Blöcke. Eine Spitzhacke. Oh Gott, mir gehen schon bald wieder die Sachen aus. Ah, komm, ich habe ja noch genug Eisen jetzt, denke ich, wieder liegen. Solange der andere jetzt noch nicht unterwegs zu mir ist, kann ich mich jetzt auch noch kurz ausrüsten. Hat er zwar jetzt dann auch die Gelegenheit dazu, aber das muss ich jetzt einfach dann lassen. Die Gelegenheit muss ich ihn dann einfach lassen. So, zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. Knockback-Stab habe ich nicht. Habe ich jetzt aber. So. Und das mache ich jetzt einfach mal für einen dummen Gegner, der dann hier durch die Tür will und nicht am Rand da versucht, was abzubauen. Alles klar. Dann, wie gesagt, noch Essen. Und dann gucke ich, dass ich jetzt hier wieder hochkomme, am besten hochbaue. Wobei, ich brauche noch mehr Blöcke. Sonst wird das Ganze eher was knapp. Auf der anderen Seite ist noch sauber, da kommt keiner zu mir rüber. Gut, 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 gut. Das heißt, jetzt muss ich mich hier rüberbauen, hochbauen und den dann versuchen wegzuschnetzeln. Komm schon. So, so. Ah, der war zum anderen. Jetzt muss ich hier aufpassen. Nein, er hat mich getroffen. Er hat mich wieder... Nein! Mann, das gibt's doch nicht. Ich wollte mir jetzt so eine kleine Plattform bauen.
Scheiße. Okay, okay, okay. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, ohne Bogen anzugreifen. Das Ding ist... Ah, doch. Doch, doch, doch. Ich kann mir direkt einen Bogen wieder gönnen. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. So. Und den Rest Blöcke. Wobei, ich bräuchte jetzt auch noch eine Spitzhacke. Wobei, hat er denn... Nee, ich brauche keine Spitzhacke bei dem. Da komme ich so dran. Aber ich brauche wieder mehr Blöcke. Gut, 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 gut. Das heißt, komm schon. Blöcke, Blöcke. Auch das Schwert scheiße ich jetzt mal wieder. So, und rüber. Er ist in seinem Shop, er ist in seinem Shop. So, das heißt, ich kann versuchen, hier wieder mir eine kleine Plattform zwischenzubauen. Komm schon. Zack, und habe jetzt hier links und rechts von mir überall Wände und hinter mir jetzt auch einen kleinen Block. Zack. Oh, Kacke. Ein Problem habe ich jetzt aber noch. Und zwar, dass... Ach, komm schon. Dass ich jetzt wirklich keine Spitzhacke mehr habe, um hier wirklich rauszukommen. Nice, ich bin wieder getroffen. Und, komm, ich krieg sein Bett, ich krieg sein Bett, ich krieg sein Bett. Nein, nein! Verdammt! Ach, komm schon. Damit habe ich wieder 100. Komm, ich brauch 200. Ja, nice. So, das heißt wieder... Zack, zack. Knockback-Stab als auch noch dieses Mal. Ach komm, Spitzhacke muss ich wieder ohne überleben. Das schaffe ich schon irgendwie. So. Habe jetzt meinen Weg rüber. Und habe jetzt noch 18 Blöcke. Zack. Nein! Er baut gerade sein Bett ein. Überhaupt nicht gut, überhaupt nicht gut, überhaupt nicht gut. Und er ist auch vernünftig equipped. Das ist überhaupt nicht gut. So, komm schon. Komm schon. Nice, ich habe ihn gekillt. Wie mega nice. So, jetzt muss ich gucken, dass ich ihn runterhitte. Nein, noch geiler, ich nehme sein Bett. Nice, jetzt habe ich sein Bett. Und jetzt kann ich ihn runterhauen. Und er springt von alleine, glaube ich, runter. Oh Mann, war das knapp. Oha, oha, oha. So, andere Seite von mir sieht noch safe aus. Da hat sich noch keiner zu mir rübergebaut. Und damit haben wir unseren ersten Gegner. Gut, gut, gut. Von hier aus müssen wir dann zum... Am besten nach da, weil da haben wir schon Weg. Genau. Hier ist der Dorfbewohner. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder einiges an Blöcken. Und eine Spitzhacke. Eine einfache reicht. So. Das Ding ist, jeder weiß, dass... jeder andere einen Bogen hat. Und das ist die Kacke. Das heißt, ohne Bogen sind wir ja... sind die anderen aufgeschmissen. Das heißt, jeder wird deshalb auch einen Bogen haben, weil der ist eh nicht so teuer. Was wiederum heißt, dass ich eigentlich total gefährdet bin, wenn ich hier lang gehe. Ich sehe niemand auf dieser Insel. Haben sie sich direkt ausgelockt? Also ausgelockt. Zu Beginn waren eigentlich 8 in allen Teams. Und ich glaube nicht, dass das Team ja tot ist, wo ich mich gerade hinbaue. Oder der ist einfach... Ja, da muss ich einfach ausgelockt haben, weil der hat ja nichts gebaut. Der war einfach nur da und war wieder weg. Naja, ich bin jetzt fast da an der Insel. Solange mich noch niemand runterhittet. Oh, ich bin schon dran vorbei. Upsala. Hier liegt einiges in Bronze. Ich glaube, dann brauche ich gar nicht mehr in die Mitte, so viel wie hier liegt. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier versuche, das Bett abzubauen. Ich kann es abbauen, das heißt, das Team war eben schon mal da. Es hat sich nur irgendwann wieder ausgelockt. Alles klar. So, jetzt kann ich mich vernünftig equipen. Das heißt, das Beste davon. Wie viel habe ich denn noch? Kann ich auch noch den besten Bogen holen. Davon noch was. Und einen Stärketrank. Kann ich mir auch gönnen. Ansonsten... 500 kostet das, kann ich mir nicht leisten. So, ich rüste mich jetzt erstmal aus. So, 1, der Bogen ist jetzt der bessere.
Ah, genau, dann kann ich mir auch direkt eine bessere Spitzhacke holen. So, das heißt Spitzhacke nehmen wir dann, komm, nehmen wir die beste. Brauche ich eh nicht. Aus dem Grund, dass, aus dem Grund, dass ich, dass die Betten auf diese Map wahrscheinlich eh nicht eingebaut sind. Aber ich glaube, ich werfe mich rüber mit einer Enderperle. Ist ja eigentlich, finde ich, viel leichter, als sich rüber zu bauen. Oh, was war das denn? Eine Niesattacke. Hallo. Oh, ja. Was soll's, wir bauen uns jetzt rüber. Komm. Und von da aus jetzt immer weiter im Kreis einfach. Und dann kriegen wir alle down. Und dann habe ich vielleicht doch die Challenge, die ich am Anfang gesagt habe, wir dürfen nicht wieder zu unserer Base zurückkehren. Die kann ich vielleicht doch dadurch einfach einhalten, wenn ich mich jetzt hier eh im Uhrzeigersinn von Insel zu Insel baue. Und solange mich keiner von der anderen Seite angreift, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich wieder home muss. Deshalb, ja, ziehe ich das jetzt einfach mal durch und guck mal, wie lange ich hier noch im Kreis laufen kann, ohne zu meiner Base zurückzugehen. Ist zwar jetzt vielleicht keine Challenge, aber ist vielleicht mal so interessant, wenn es so nebenbei passiert. Okay. Der hat sein Bett schön eingebaut und hat sich dann ausgelockt, oder was? Egal. So, haben wir das Bett auch noch. 2012. Lol, ich habe genau 2012 Coins. Ich hatte gerade das Gefühl, ich wurde abgeschossen. Ja, von da hinten. Okay, das heißt, ich gönne mir jetzt eine Enderperle und eine Rettungsplattform. Gut. Das heißt, Rettungsplattform nach da. Enderperle so, so, so. Jetzt esse ich noch kurz was. Ach, und was ich noch mache, ist Goldäpfel. Und noch ein Stärketrank einfach mal. Stärketrank und. Ja, Goldäpfel mache ich jetzt einfach mal so. Kann ich mich von hier aus komplett rüberwerfen? Ich weiß es nicht. Notfalls habe ich hier die Rettungsplattform. Und zack. Okay, hat nicht geklappt. Viel zu kurz. Oh, alles klar. So, das heißt, ich brauche ein zweites. Eine zweite Enderperle. Und in die Mitte kann ich auch nicht. Das ist auch viel zu weit. Ja, das Ding ist, soll ich mich wirklich einfach über den Boden bauen? Das ist ziemlich gefährlich. Wenn er jetzt einmal gleich mit dem Bogen von der falschen Richtung schießt, hätte der mich down. Ja, okay, ich habe dann immer noch meine Rettungsplattform, aber ich kenne mich, dass ich die nicht so schnell einsetzen kann. Aber ich hole mir jetzt erstmal nochmal neue Blöcke. So, neue Blöcke. Zack. Wieder über den Stack ist eigentlich ganz gut. Sollte erstmal reichen. Und ich könnte mich bald von hier aus sogar schon neu rüberwerfen. Okay, der Typ schießt auf mich. Komm, ich probiere es mit dem Rüberwerfen. Okay, der hat mich wieder. Fuck! Nein, nein, nein! Oh, knapp, Alter. Knapp, 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 knapp. So. Nein, ich bugge hier. Welche Ebene bin ich? Was ist das? Wieso bugge ich hier? Ich bin hier festgebuggt gewesen. Fuck. Was war das für eine Scheiße? Ich bin einfach festgebuggt gewesen. Oh Mann, hätte mich ein paar Sekunden vorher, glaube ich, nicht runtergeschossen. Also zurückgeschossen an der Stelle, wo ich das gerade geworfen hätte. Wäre das Teil vielleicht sogar angekommen. Ich weiß es nicht. Zack. Hauptsache, ich bin erstmal wieder gute Crypt. Nehmen wir die Spitzhacke diesmal nur. So, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Dann vielleicht noch ein Knockback-Stab. Essen. Dann auch mal das Essen. Ups, das war vielleicht ein bisschen zu viel von dem Essen. 4 Stück brauche ich eh nie. So. Und. Gut. Okay, das heißt, ich versuche mich jetzt hier wieder hochzubauen. Um von hier aus dann wieder nach da zu gehen, wo ich gerade herkomme. So. Dann habe ich wahrscheinlich auf dem Weg so viele Materialien gesammelt, dass ich ohne Probleme mich gleich wieder rüberwerfen kann. Weil ich könnte auch Gutscheine machen, die hier verstecken.
Ja, warte mal, ich mache jetzt erstmal das beides. Und ja, 500er Gutschein. Komm, den lege ich dann noch irgendwo hier rein. Hier so. Gutschein liegt jetzt da am Rand drin. Den kann ich mir dann später holen, wenn ich glaube, dass ich ihn brauche. Warum habe ich eigentlich F3 aktiv? Achso, gerade eben um zu gucken, welche Ebene ich bin. Dort ist meine Plattform noch, die irgendwie rumgespackt hat und ich mich nicht bewegen konnte. Was ich immer hasse. Wobei, was heißt immer, was ich hasse? Mir ist das noch nie passiert, deshalb... Naja. So. Ich gucke jetzt, dass ich mich dann noch ein Stück weiter baue und mich dann wieder rüberwerfe. Ah, ich lasse es am besten hier stehen, die ganzen Items. Wir bräuchten hier echt eine Insta-Brücke. Einfach eine schöne Insta-Brücke. So. Fick dich! Und... Oh, diesmal hat es geklappt, ohne zu spacken. So. Er sieht mich, glaube ich, nicht. So, ich baue mich jetzt auf jeden Fall hier unten safe. Lang. Wobei, ich weiß es nicht. Ich baue mich jetzt einfach lang. Scheiß auf safe. Ich bin eh kurz vom Sterben. Der Boden ist komplett schwarz bei mir. Aber von unten wird er nicht mit mir rechnen. Nein! Komm schon, komm schon. Ich werfe mich wieder hoch. Shit. Alles klar, gut. Dann nehme ich hier alle Rohstoffe nochmal mit. Mach mir daraus jetzt erstmal Blöcke, damit ich auf die andere Insel komme. Und da habe ich ja noch meine 500 liegen und werde mich damit denen vollkommen ausrüsten. Zack, das heißt hier erstmal wieder rüber. Auch der Typ da hinten ist echt nervig, ne? Wieso schießt er mich einfach runter? Ich habe ja noch nichts getan. So. Und bump. Mann. Das ist gerade dumm. Der nervt. So, hier lagen die 500. Die kann ich jetzt schon mal einlösen. Hab ich gerade eingelöst. Ich glaube, die haben mir gerade nichts gebracht. Was für eine Scheiße. Alles klar. Ich meine, ich gucke es mir später in der Aufnahme nochmal an, aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass die rein gar nichts gerade bewirkt haben. So, 400 der Bogen. Damit habe ich jetzt noch keinen Pfeil, aber ich habe ja gleich noch eine Insel, zu der ich komme. Oder ich habe hier noch was, genau. Dann kann ich mir davon den Pfeil gönnen. Und eine einfache Spitzhacke direkt auch noch. So. Knockback-Stab brauche ich eh nicht, aber ich brauche gleich wieder eine Rettungsplattform, wenn dann ich mir da meint runterzuschmeißen. Und man sieht einfach den Unterschied, wie tief ich gerade war, wie tief ich davor war. Vielleicht konnte ich da unten einfach schon auf der Ebene gar nicht mehr bauen. Irgendein Fehler im Code oder sowas, dass es einfach nicht mehr geht. Naja. Egal, jetzt bin ich wieder reich, wie man sieht. Und werde mir jetzt davon erstmal nochmal Blöcke holen und dann wieder Rettungsplattform, das Ding und mobilen Shop tatsächlich hole ich mir diesmal noch. Und Essen und einen goldenen Apfel. Drei daneben. Zack. Dann esse ich jetzt auch erstmal. Lol, nein. Nicht euer, nein. Das ist jetzt nicht euer verfickter Ernst. Ich komme nicht wieder raus, oder? Ah. Zum Glück kam ich da wieder raus. Ohne Witz, was, das wäre so ein Troll gewesen. Das wäre so ein verfickter Troll gewesen. Ja. Mal gucken, wie weit ich jetzt zu Gelb komme. Gelb lebt ja auch noch. Gelb hat sich auch vor allem hochgebaut. Warum? Um mich von dann besser abschießen zu können, oder wie? Verstehe ich nicht. Egal, ich hole mir jetzt hier noch die Bronze und falls ich gleich wieder runterfalle, habe ich da unten ja meinen mobilen Villager, um mich dann gut genug ausrüsten zu können. Jetzt beeile ich mich kurz. Zack, 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 zack. Und es könnte sogar schon reichen. Das heißt, kurz essen. Das eins und das eins. Und dann haue ich mich jetzt rüber. Das sollte jetzt klappen. Komm schon, wenn das jetzt nicht klappt. Nice, ich bin da. Ich bin in deren Base. Und hab deren Bett.
Nice. So, und was hat er hier sich drin gelagert? Nichts, schade, eine leere Truhe. Und dann hole ich mir jetzt noch Stärketränke. Und ansonsten, was soll ich mit den ganzen machen? Space Teleporter nehme ich einfach mal mit. Und da kommt schon ein Freund von mir und BAM! Ist runtergeschossen worden. What the fuck? Ach, der hat sich eine Enderperle gegönnt. Nein! Komm schon, komm schon. Zack. Na, oh, mies. Mega mies einfach. Was zum Fick. Der hat aber auch übertrieben Knockback, fand ich drauf. Aber das mit dem Enderperle von ihm, das war echt ein guter Move. Den muss ich ihm lassen. Aber jetzt erstmal direkt wieder equippen. Tatsächlich erstmal so, bevor ich mir ein Schwert mache. Weil im Moment habe ich, wenn ein Gegner kommt, eher das Problem mit Fernkampf. So, wie teuer ist das beste Schwert? 200. Dann hole ich mir erstmal Blöcke. Und baue mich rüber. So. Habe mittlerweile eine richtige Treppe jetzt hier gebaut. Und werde jetzt gucken, dass ich den anderen, den gelben jetzt irgendwie schaffe runterzuschießen. Also gekillt habe ich ihn ja schon, ich wieder da bin bei ihm, bei den ganzen Inseln, die ja zwischenliegen, bin ich eh wieder full equipped. Ich hätte mir noch von Anfang an Stärketrank reinziehen sollen, bevor ich mit ihm gekämpft habe. Das heißt, ich gönne mir jetzt auch direkt einen Stärketrank. So, 1 und 2. Spitzhacke brauche ich momentan nicht. So. Ach kacke, ich sehe gerade nur 30 FPS auf. Oh, das ist jetzt dumm von mir. Egal. Ach, ich glaube, letztendlich fällt es euch eh nicht so stark auf. So. Gut, jetzt brauche ich noch was zu essen. Und Rettungsplattform nehme ich wieder mit und eine Enderperle. Und dann esse ich schon mal was. Ansonsten jetzt noch ein Goldapfel, genau. 2, komm schon. Dann geht's jetzt rüber. Dann denke ich, werbe ich mich wieder zu gelb und von da aus dann das Game zu finishen. Gelb ist auch schon komplett so raus, sehe ich gerade. Das heißt, ich habe eigentlich keine Gefahr, würde ich mich jetzt zu gelb bauen. Aber ich habe da schon was Angst, deshalb werfe ich mich. Dann doch. Zack. Nice, ich bin da. Und kann jetzt zu dunkelblau. Wobei dunkelblau ist wahrscheinlich zu mir unterwegs. Da hinten steht er. Nee. Gut, das heißt, ich hole mir davon wieder eine Enderperle. Von dem Geld, was ich jetzt hier bekommen habe. Und mache mich wieder weiter auf dem Weg. Diesmal über schwarz und gucke, dass ich. Dann gucke ich dort, dass ich noch ein bisschen was bekomme, um mich zu equippen. Hier ist noch was. Und hier ist noch was. Das heißt, ich kann mir jetzt hier noch Blöcke holen. Und einfach noch einen goldenen Apfel. Einfach aus dem Nichts. Ohne Grund. So, hier jetzt hoch und dann beeilen. Alles klar, jetzt geht's hier. Der baut sich gerade ernsthaft zu mir. Gut, dass ich einen Home-Teleporter habe. Den werde ich auch sofort mal nutzen. Sobald ich sein Bett habe, teleportiere ich mich da nach Hause. Aber nein, ich brauche jetzt erstmal eine Spitzhacke. Zack, die teure. Zack, zack. Wobei, ich habe keine gebraucht, oder? Doch, habe ich. Zack. Den Home-Teleporter hatte ich noch gar nicht. Der kostet zu viel, oder? Der kostet 150. Nice. Komm schon. Ich brauche den. 1. Komm schon. Zack. Komm schon. Nice. Und ich habe ihn bekommen. Alter, das war auf jeden Fall ziemlich krass, diese Runde. Ziemlich angespannt auch. Und letztendlich bin ich nie wieder zu meiner Base zurückgelaufen, außer halt, wenn ich gestorben bin. So gesehen habe ich dann mehr oder weniger doch die Challenge gemacht und gemerkt, dass es eigentlich keine vernünftige Challenge ist, sondern es passiert einfach irgendwie. Und ja, deshalb würde ich sagen,
Schreibt mal ein paar gute Challenges in die Kommentare, die ich dann beim nächsten Mal vernünftig machen kann. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Tschüss. Alter, wie hoch war gerade dieses Tschüss? Ziemlich grausam. Naja, haut rein.